Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Zur früher Stunde mit ein paar Nachrichten. Dachte ich mir, drehen wir mal wieder ein paar Runden. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Also, Gen 3 wurde im APK-Mine entdeckt. Aber man sollte sich noch nicht zu früh freuen. Darüber reden wir gleich. Drehen ein paar Runden hier. Wir setzen zwei Arenen. Die dritte ist leider mit einem Raid besetzt. Den mache ich vielleicht auch sogar, weil. Ja, weil ich ihn halt brauche, weil ich zu viele Pässe habe. Hab gestern meinen Freien sogar nicht eingelöst, einen verloren. Aber es kam halt gestern gar nichts. Ich hatte keinen Bock irgendwie weit zu gehen. Es kamen zwei Lugia, aber dafür wurden einfach nicht genug Leute gefunden. Beziehungsweise ich hatte keine Lust, Leute zu finden, also. Ja, naja. So. Bei der nächsten Arena angekommen. Mal kurz schauen, ob hier irgendjemand hinter mir ist. Ein schneller Kampf. Irgendein Level 40er, der hier neu aufgetaucht ist. Ist, glaube ich, aber ein Spoofer, weil Cybergirl 77 und in der gelben Arena da vorne hat sich irgendein Cybergirl 44 reingestellt. Also, ich denke, das sind mehrere Accounts. Okay, muss nicht unbedingt ein Spoofer sein, aber egal. Machen wir die schnell fertig und dann. Also, reden wir jetzt gleich drüber. Also, ich muss die nicht fertig machen, um drüber zu gehen. Wie gesagt, Gen 3 wurde entdeckt. War aber relativ klar. Ihr habt ernsthaft gefragt, wann ich glaube, dass Gen 3 kommt. In den Livestreams zum Beispiel. Ich war mir relativ sicher, dass es dieses Jahr kommt. Und jetzt ist es halt relativ sicher. Mit dem APK-Mine, dass halt schon ein paar Sachen entdeckt wurden. Oder eingefügt wurden. Aber noch nicht alles. Zum Beispiel die Soundeffekte oder so für die Pokémon sind noch nicht drin. Also, ihr solltet jetzt nicht mit dem nächsten Update Gen 3 erwarten. Das kann auf jeden Fall noch eine Weile dauern. Ich denke auf jeden Fall, also meine Prediction, meine Vermutung war ja die ganze Zeit November. Klingt ganz logisch, denke ich mal. Vielleicht auch Dezember, obwohl Dezember echt ein bisschen spät ist. Jetzt, August, gibt es halt noch die legendären Vögel. Dann September kommt erstmal Mewtwo. Dann Oktober ist erstmal wieder Halloween-Event. Und ja, vielleicht zum Halloween-Event oder wenn dann halt November, wo gar nichts ist. Obwohl, November war auch Thanksgiving, oder? Auf jeden Fall, Arena fertig. Stellen wir noch ein Galaxo rein. Trainer der Arena und dann packen wir es zur nächsten. Und extra mit Teambonus, maximale Items. Puh. So, letzte Arena. Wie gesagt, Gen 3 steht allmählich langsam vor der Tür. Ich bin gespannt. Ich kenne Gen 3 nicht so gut. Ich habe die erste Gen natürlich gespielt als Kind. Die zweite Gold und Silber auch. Und bei der dritten wird es dann auch schon sehr, sehr schwach. Ich erinnere mich noch an den Anime. Da kenne ich echt ein paar Sachen noch, aber echt nicht mehr viel. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr Gen 3 noch kennt, also wie viele Gens ihr so kennt. Und natürlich, welche eure Lieblings-Gen war. Mal schauen, ich hatte zwei Sachen vor für Gen 3, also zwei Sachen wollte ich haben. Erstens wollte ich 10.000 Abos haben, bevor Gen 3 kommt. Was wir hoffentlich schaffen werden, sind auf einem guten Weg. Und zweitens wollte ich vielleicht das Gameboy-Spiel spielen, streamen, was auch immer, in Vorbereitung auf Gen 3, damit wir so ungefähr wissen, was alles drin ist und die Namen und sowas. Schreibt unten in die Kommentare, ob ich das machen soll. Ich habe halt echt keine Ahnung, ich bin auch kein Let's Player, also keine Ahnung. Ich habe einfach Bock, das zu spielen und dann können wir eigentlich auch dazu ein paar Videos machen oder Livestreams oder was auch immer. Mein Schuss reagiert. Beste.
Level 40 stellt überall Deppung ein. So, erste Runde geschafft. Schauen wir mal, ob ich den Raid noch mache. Wie gesagt, gestern habe ich den Pass sogar verfallen lassen, aber es kam halt echt auch gar nichts. Außer zwei Lugia und ich hatte keinen Bock, die Leute zu versammeln dafür. Oh mein Gott. Slime auch echt effektiv. Gift. Und heute habe ich auch nicht vor, jetzt noch allzu viel zu spielen. Sprich, eigentlich müsste ich den schon mitnehmen, damit nicht schon wieder ein Pass verfällt. Noch einmal drehen, glaube ich. Yep. So. Netter Cluster-Spawn hier. Drehen wir schnell. Wenn sie es drehen lassen würde. Alter, okay. Und schnappen uns noch ein Hypno. Hypno früher gar nicht so schlecht gewesen. Aber früher auch viel häufiger. Allgemein Tomato-Hypno viel häufiger. So, das war's. Gen 3 ist im Code, aber freut euch noch nicht zu früh. Ein Kollege von mir hat auch gerade geschrieben und hat das gerade verwechselt. Er dachte auch, Gen 3 steht vor der Tür. Also es ist nur im Code. Wann der Code aber dann, also wenn die Sachen freigeschaltet werden, das kann auf jeden Fall noch dauern. Genau wie bei den Legendären. Die waren ja auch ends lange im Code, aber sind jetzt erst vor kurzem erschienen. Beziehungsweise Mewtwo immer noch nicht da. Ich kenne Gen 3 kaum, also mal schauen. Wie gesagt, schreibt unten in die Kommentare, falls ihr sehen wollt, wie ich das Gameboy-Spiel von Gen 3 spiele. Ist, glaube ich, Rubin und Saphir. Auf jeden Fall schreibt das unten in die Kommentare und schreibt auch rein, welche Gen eure Lieblings-Gen ist und wie weit, welche Gens ihr überhaupt kennt. So wie ich. Nach Gen 2 komplett tote Hose bei mir. Aber das war's. War klar, dass es dieses Jahr kommt, aber schön, dass es jetzt handfeste Beweise gibt. Wie gesagt, freut euch noch nicht zu früh, aber bereitet euch schon mal langsam drauf vor. Ich bin gespannt, ich freue mich. Aber wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.